Zurück bei Star Wars Episode 7, das Erwachen der Macht. Wir sind jetzt auf Takodana, wo das Schloss von Maas ist, was quasi zerstört worden ist. Und ja, die ganze Insel muss erst erkundschaftet werden. Und ja, wie gesagt, Steinchen mal 4 erstmal eingestellt werden wir da. Und wie gesagt, wir brauchen ganz, ganz viele Steine, um Leute zu kaufen, die wir hier auf den Inseln brauchen. Jetzt kriegen wir hier wieder die 40.000 dazu, immerhin. Gut. Jetzt geht es erstmal hier unten weiter. Da ist nämlich der, den wir kaufen können für 400.000, den wir aber nicht kriegen, so. Da hatten wir ihn auch schon. Den wir jetzt kaufen können. 100.000 kostet der auch. Warmig. Den kaufen wir direkt. Als nächstes geht's unten weiter. Da kann man auch einige Leute kaufen. 2 Stück sogar. Mit teuer 50.000 und 50.000. Das heißt, die kann ich mir jetzt zusammensuchen hier. Oh, nein, 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 nein. Ich wollte euch nicht wehtun. Na, da kann ich noch nicht durch, dafür brauche ich die Phasma. Dafür brauche ich auch einen imperialen Mann.
Gut, jetzt kann ich erstmal die beiden Leute da oben kaufen. Bevor wir mit dem Carbonit weitermachen. Das ist Kratinus. Und hier haben wir noch Prachi. Als nächstes haben wir hier Carbonit. Dafür brauche ich aber einen imperialen Soldaten. Auch erledigt und den nächsten Carbonitstein. Inklusive einem goldenen Stein. Okay, kaputt geht die Kiste nicht. Ja, hier komme ich leider noch nicht lang. In dieser Richtung gibt es hinterher auch noch einiges hier zu gewinnen. Oder, ja, Sachen zu holen. Aber dafür brauche ich auch die Vesma, die mir das ganze Teil da erstmal zerschießt. Und jetzt brauche ich jemanden, der eine Gruppe befehligen kann. Gucken wir mal, ob das hier mit unserem kleinen Evok auch geht jetzt. Müsste eigentlich. Nein, das sind Rebellen. Okay, Evok kann nur Evok befehligen und Lea kann die befehligen. Hallo. Moment. Probieren wir mal anders. Okay. Aha. So. Ja, ich stand mir die ganze Zeit im Weg, deswegen ging das nicht. Auf jeden Fall Goldstein Nummer 93 jetzt. Dann geht's weiter zum nächsten Goldstein. Na, der ist da oben. Da werde ich wieder Ray benutzen.
Meilenstein Nummer 94. So schnell und einfach kann es manchmal gehen mit den Aufgaben. Als nächstes haben wir hier auch drei Aufgaben zu erledigen. Erstmal eine vom Widerstand. Ah. Kleiner Lego Fighter Kampf. Ups. Oh, wieder BB-8, ein Rennen. Carbonit, ja, da brauchen wir wieder den Admiral Akbar. Das wäre der Einzige, der da mitschwimmen kann. Da haben wir noch einen Lilanen. Thank you.
Ah, da hinten ist dann auch noch der Lila, ne? Dann, wenn wir da schon mal da sind, hoppla, kann ich mir den auch direkt besorgen. Jetzt geht es nämlich weiter zu den goldenen Steinen. Da oben hängt der. Und da muss ich ja, von da hinten irgendwo rankommen. Dann kümmern wir uns um diesen goldenen Stein. Dafür brauche ich wieder Darth Vader. Den nächsten goldenen Stein durch das Erschaffen der fünf Blumen. Oh. Die kann ich immer noch nicht kaufen. Wie gesagt, die kann ich nicht kaufen und Carbonit. Ja, Carbonit ist da unten. Dafür brauche ich dann quasi mal wieder ein sehr großes Monster.
und wieder schrumpfen. Den nächsten Carbonitstein inklusive nächster Goldstein. Das ist Mars-Schloss. Dann haben wir da halt nur noch den Stein, der von oben da irgendwie runter geht. Ja, so machen wir das dann mal. Der achte Goldstein hier. Als nächstes werden wir quasi übersetzen zu dieser Insel hier. Und zwar mit einem natürlichen Flugzeug oder Speeder. Haben wir das Rennen gemacht. Gut, hier kriegen wir dann auch nur noch Figuren her. Obwohl, da ist ja, da ist halt noch so ein goldener Stein. Dafür brauche ich aber auch die Phesma. Auf diese Insel können wir auch hin. Nanu, warum nimmt er da nichts an? Okay. So, dann wäre es wieder unseren Speeder.
Gut, hierfür brauchen wir wieder ein Monster. Stein Nummer 9 hier, den goldenen. Den 10. Stein. Als nächstes wieder ein Speeder. Und dann geht es noch zu der anderen Insel hier, wo es auch drei Leute, nee, ja noch drei Leute zum Freispiel gibt und halt die Goldsteine. Die Insel ist noch weiter links gelegen. Der 11. Goldstein auf dieser Insel oder auf Takodana in diesem Part. Der 12. Damit kann ich jetzt vor allem hier noch einige Leute oder später die Leute kaufen. Aber ich kann jetzt erstmal warten mit dem Kaufen dieser Sachen. Ich kann jetzt erstmal zurückreisen aufs Festland, wo ich hergekommen bin. Da ist der Falke, da muss ich wieder hin. Und dann beende ich diesen Abschnitt jetzt auch. Gut.
Oder kriege ich den auch noch, auch noch? Ja, doch, tatsächlich. Den kann ich dann zum vierten Mal holen. Ne, zum dritten Mal. Wo ist sie? Die Lea. Ah. Ach, da ist sie. Da ist immer ein Problem zu finden. Aber auf jeden Fall habe ich jetzt den auch noch mal. Sieht dann doch ganz gut aus. Den einen auf der Brücke da oben kann ich mir auch noch holen. Dann habe ich schon wieder 500.000 zusammen. Den kaufe ich mir noch nicht. Damit schließe ich jetzt auf jeden Fall, oder? Ja doch. Damit schließe ich jetzt diesen Part ab. Als nächstes werde ich quasi die, also noch fast 500.000 Stats einsammeln, damit ich mir dieses Mal 2 nochmal kaufen kann. Und damit es hinterher noch schneller geht, die Stats zu sammeln, damit ich auch die Leute viel schneller kaufen kann. Gut, das war Takodana Teil 2.